Ja, moin Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Live in the Woods. Hey Wolfi, komm, zeig dich. Guten Tag. Hab dich gesehen, na? Hi. So, Folge 14, letzte Folge haben wir gelogen, war gar nicht Folge 14, sondern tatsächlich 13. Nein, alles gut und ja, was haben wir in dieser Folge so geplant? In die Mine wollten wir. Stimmt, da war was. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ja. Das stand auf einmal da. Der ist aber schön. Ja, weiß ich. Ja, lass mal stehen, ne? Bringt so ein bisschen Farbe hier irgendwie rein. Also, geil. Okay. Ja, wenn wir in die Mine wollen, dann würde ich sagen, auf jeden Fall gut ausrüsten. Mit Waffen. Wir brauchen Waffen. Ganz viele Waffen. Waffen sind immer gut. Ich hab genug. Das ist schön. Warte, ich baue mir auch nochmal gerade ein paar. Wie viel brauche ich denn? Die Zacken brauchen wir. Ich hab noch ein paar, aber du so müsstest ja, glaube ich, welche bauen. Ja. So, ich pack mal den ganzen Kram hier hinten rein, den wir nicht mehr brauchen. Marmor. Da rein. So. Dann auf jeden Fall hier noch ein bisschen Kohle. Lalalala. Und ich brauche noch eine Waffe. Haha. Es gibt übrigens hier auch Advanced Weaponry, also es gibt so einen Waffenmod hier. Das heißt, man kann dann irgendwie, was ist das, so Musketen und so ein Zeug sogar bauen. Das ist auch immer ganz witzig. Das ist cool. Müssen wir mal gucken, wie das geht. Also so eine Schusswaffe ist schon geil. Das ist dann irgendwie auch so krass, da musst du dann richtig so nachladen, kugeln und allem. Das dauert dann immer so eine halbe Ewigkeit. Und genau. So, warte mal, wo ist mein Rucksack eigentlich? Hä? Hab ich den weggeräumt? Kann nicht. Wahrscheinlich habe ich den irgendwie wieder mit der rechten Maustaste irgendwie angeklickt oder so und der hat den wieder weggeschmissen. Das macht er ja manchmal. Nee, da ist er. Haha. Okay. So, ich habe drei Spitzhacken. Ich habe eine Angel. Warum habe ich eine Angel dabei? So, Moment. Bett nehme ich auf jeden Fall mit. Nimm dir auf jeden Fall mal ein Bett mit. Wobei, nee, ach scheiß drauf, wenn wir beide in der Mine sind, brauchen wir keins, ne? Bringt eh nix. Genau, eine Workbench nehme ich mal mit. So, ich habe zwei Äxte. Muss ich mal ein bisschen Holz mitnehmen. Spitzhacke, Holz und... Ah, genau, ich wollte mir noch unbedingt eine Waffe bauen. Das war's doch. Zwei. Vorbereitungen laufen noch hochtouren. Ja, auf jeden Fall. Und eine Schaufel nehme ich mir auch noch mit. Mal kurz einen Moment. Ah, Schwert. Komm schon. So, hier. Okay. Das ist, glaube ich, ganz gut von der Reihenfolge, wie ich das hier sortiert habe. Die Axt hier hin und den einen Stick, den packe ich wieder. Da mache ich noch eine Fackel draus, weißt du das? Warte mal. Meine Lederrüstung ist fast weg. Vielleicht noch eine Rüstung oder so ein bisschen bauen. Ein bisschen Leder haben wir noch. Komm, dann baue ich mir noch eine Hose und eine Schuhe. Meinst du nicht, wir können schon Eisenrüstung machen? Eigentlich schon, ne, aber... Wenn wir jetzt in eine Mine gehen, dann kriegen wir sowieso wieder Eisen, also von daher... Ah, ich habe jetzt eine Lederrüstung gebaut, das passt schon. Wir sind ja jetzt zu zweit. Das hat ja nichts zu bedeuten. Ja, bestimmt wohl. Jetzt gerade mal gucken. Du hast auf jeden Fall ordentlich Essen mitgenommen, ne? Ich glaube. Ja. Ich glaube, ich würde mir noch einmal eine Ladung Kaktusfrüchte abernten. Habe ich gerade getan. Ach so, ja, dann egal. Das heißt, du bist ein Stack haben. Ja, alles cool. Ich habe ja Kaktusfrüchte und ich habe 4 Fische dabei. Hey, eine Vaginapflanze ist weg. Ja. Warum? Die ist in einem Geschenk. Warte, in was für ein Geschenk? Das, was du mir damals eingestellt hast. Echt? Oh. Sehr schön. Dachte ich ja weiter erstmal. Sehr schön. Ja. Nein, da nicht hin. So, warte. Ich pack mir wieder hier rein. So. Ach geil, die hat sich vermehrt. Wer hat sich vermehrt? Man kann da draufhauen, dann teilt die sich. Geil. Oh nein. Wir können sie überall hinhauen. Ich sehe schon das nächste Thumbnail, Alter. Alles voll von diesen Scheißpflanzen. Jetzt komm, lass mal in die Mine. Ich bin voll ready und hot, Alter. Willst du hier meine Lederrüstung mitnehmen zum Reparieren von deiner?
glaube ich, nicht schlecht, ne? Warte mal. Ja, das ist cool. Warte mal, die anderen beiden mal da rein. So, ab geht's. Jo, mir nach. I follow you. Hoffentlich finde ich es auf Anhieb. Also der Canyon war da vorne. Da, irgendwo. Hier. Oh, da? Da? Nee, gar nicht. Gelogen. Nee, den meine ich. Doch, da drüben, hier. Meinst du den vielleicht? Nee, den meine ich. Ich meine den also, hier hinten. Da ist noch einer. Hui. Ja. Hier. Voll versteckt. Pass auf. Tatsache. Oh, das wird jetzt aber. Das ist wie aufregend. Guck mal. Ja, und ganz unten ist Holz. Und das sieht so aus, als ob da wegen da Spinnennetz auf jeden auch Fall eine, Mine. So eine Mine. Ja. Kann man die Spinnennetze reinspringen, ohne zu sterben? Ich will es nicht ausprobieren. Also, man kann. Ich will es aber nicht. Komm, wir buddeln uns da hinten runter. Warte, wo ist denn das Spinnennetz? Und das ist auch noch. Ja, nee. Das ist unter einem Block. Also, da müsstest du dann noch manövrieren. Wir machen das wie normale Menschen in Minecraft. Wir buddeln uns da runter. Also. Muss dann aber noch vielleicht mal einen rein. Was? Einen rein? Ein nach, weiter nach links. Ach, das passt doch. Ja, Memphis ist Profi. Mhm. Du musst mir mal vertrauen, Wolfi. Nee. Was? Leuchtet dir den Weg? Ich dachte gerade, was wird denn hier so hell? Jetzt packt der Wolfi hinter mir einfach seine Fackel aus. Boah, die Mucke ist einfach schon scheiße irgendwie. Richtig so, keine Ahnung, was damals technisch halt möglich war, ne? 8-Bit-Musik oder was? Ja, ja. Mega. So. Unten ist schon Eisen. Echt? Boah, hier ist offenbar eine ganze Menge. Warte mal, boah, ich mach mal wieder die normale Playlist an, das geht ja hier gar nicht klar. So. Wurde gerade ein bisschen nervig. Limestone. Kann man daraus eigentlich irgendwelche schönen Steine bauen? Also so sandsteinmäßig? Guck mal, hier ist Eisen. Was? Mal wegbuddeln. Weiß nicht, was man aus Kalkstein machen kann. Vielleicht Säulen oder so. Das wäre cool. Ja, das wäre echt cool. So, einmal für dich. Lady. So. Also es gibt Kalkstein und geschliffenen Kalkstein. Das ist auf jeden Fall Marble. So, ein bisschen Marmor noch. Granit. Granit hat Jonas in der letzten Folge Demolicious in der letzten Staffel relativ viel gemacht. Autsch. Ach. Ach. Hat eine kleine. Eine Skerz. Kleine Aufprallerscheinung. Juckt's ganz eine schön, Mine. Ganz schön dunkel hier drin, ne? Ja. So, und das hier ist unsere Mine. Ekloid. Ne? Sorry. Er baut dazu, ey. Fackeln immer rechts dran bringen, ne? War das? Yep, dann will ich auch wieder rausfinden, genau. So, ab geht's. Boah, ich finde den Diablo 3 Soundtrack von Tristan. Der war so geil. Ich liebe ein gutes Ding. Und wenn man einen Gang hat, wo man hergekommen ist, dann platziere ich den da immer so einmal in der Mitte, dass man weiß, wenn man hier abbiegen muss, da rein. Ne? Was? Guck mal, hier geht's schon nach unten in die nächste Etage runter. Aber warte mal, wenn man die Spinnenweben abbaut, dann kriegt man doch Strings raus, die brauchen wir doch. Ja, aber dann würde ich machen, wenn ich unten bin. Ach du Scheiße, ey. Komm ich nie wieder raus. Ja, deswegen, man muss mit den Fackeln echt gut arbeiten, sonst funktioniert das alles nicht. Geht's auch noch unten? Sollen wir die Schienen mitnehmen? Hab ich fast gesagt. Ja, ne? Wir haben ja Rucksäcke, da geht ja eigentlich eine Menge rein immer. Oh, oh Gott, das schreckt mich doch nicht so, Alter! Voll zusammengezuckt, ey! Ich hab grad einen Herzstillstand. Ich geh um die Ecke, guck mich so ein Creeper aus nächster Nähe an. Oh Gottes Willen, Alter! Aber auch
Ich hab mich mega erschrocken, Alter. Zum Glück nehme ich nicht auf, Alter. Ich habe meine Maus losgelassen und mein Bildschirm hat sich dreimal gedreht. So ungefähr, ja. Es tut mir sehr leid, Wolfi. Ich hatte gerade eine emotionale Überreaktion. Hab ich gar nicht gemerkt. Nein. Hier mal das ganze Holz weghacken. Mit der Schaufel, genau. Warum geht das so langsam? Welche Ebene sind wir denn? 36. Bis du den Dias dauert es noch. Es gibt ja auch Minen, die gar nicht so tief runtergehen. Ja, ich weiß. Aber wir sind ja schon ein bisschen weiter nach unten, deswegen. Oh, Eisen. Sehr schön. Oh Mann. Wir wollten über Filme reden, ne? Ja. Also der Film mit deiner Mutter in der Hauptrolle, ne? Nein. Geht das schon wieder los? Er hat Penis gesagt. Hat man in Folge 1. Ich hab dir eben einen Penis in die Truhe gelegt, mein Lieber. Nee, hat man nicht in Folge 1. Was? Ein Penis. Allerdings hatten wir das. Oder geht's noch weiter runter? Bei Rocket League mit Tim. Da hatten wir das. Stimmt. Was macht der Tim eigentlich? Europa-Tour. Europa-Tour ist ja am Reisen, oder? Jo. Stark. Alle machen so Urlaub, ne? Ja. Dreckige Sache. Hi. Ja. Wir haben auch mal die Schiene ein, ne? Ja, klar. Weg. Huch. Ich glaube, hier treffen wir auf eine Höhle. So, einmal hier alles wegbuddeln. Das ist noch eine Schlucht. Echt? Linksrum, ja. Ja, rein da, oder? Gucken wir doch schön nach unten. Oder machen wir erstmal, warte, erstmal kurz hier vorne noch das ganze Eisen weghauen. Warte mal. Hier kommt gleich wieder irgendwas um die Ecke. Immer da so eine Fackel auf dem Boden, ne? Ich seh schon, komm, Alter, das wird nicht gut enden. Blue Solid, was ist denn das für ein geiler Stein hier? Da habe ich Slimeballs eingesammelt, ganz viele. Guck mal, das Material hier. Blue Solid. Wie heißt das bei dir? Blauschiefer. Blauschiefer, okay. Stark. Hier ein Slime? Hier ist ein Slime. Ich hab gerade auch schon einen weggehauen. Oh, hier ist eine Truhe. Aschehaufen, zwei Goldbarren, ein Brot, fünf Schienen, ein Sattel. Also das Brot ist wertvoll. Jetzt haben wir auch noch eine Lore. Stark. Hab ich gerade auch schon eine abgebaut. Oh, fuck, Alter, ist hier viel Lava unten drin. Aber das ist gut, dass wir so weit runterkommen. Da will ich aber nicht runterspringen, Alter. Ich bin irgendwie, Lavaseen ziehen mich magisch an, habe ich das Gefühl. So. Wo bist du hin eigentlich? Sehe ich gar nicht mehr. Siehst du mich jetzt? Ach, jetzt, ja. Ich gehe meistens immer in geduckter Stellung. Warum auch immer. Ja, ich meine, es minimiert die Wahrscheinlichkeit, irgendwo reinzufallen oder runterzufallen. Das ist halt... Erstens das und zweitens, wenn du dann Sachen abbaust am Boden, dann... Fuck. Hallo? Ja, hallo? Everybody there? Aber irgendwie, das Game läuft relativ stabil im Moment. Also keine Lags oder so gehabt bisher, ne? Nee, auch keinen Serverabschutz. Null, bis jetzt. Ne? Nee, ich habe gerade Eisen abgebaut. Und da ist... dann auf einmal eine Höhle drunter gewesen. Da komme ich jetzt nicht mehr dran. Ich würde da jetzt nicht runterspringen, weil hier noch so viel Eisen ist. Alter, ist das verzweigt? Ist da noch ein Gang? Hallo. Weg mit dir. Hast du es gehört eigentlich? Mit deinen Tasten klicken, habe ich gehört, ja. Ich habe gerade einen Creeper weggehauen, deswegen. Der hat sich selber weggehauen, sowas und so, aber.
Nee, das habe ich nicht gehört. Also Eisenprobleme haben wir auf jeden Fall nicht. Ich wurde hier gerade so viel aus der Erde raus. Das ist echt heftig. Wenn wir gleich eine Eisenspitzhacke neu brauchen, dann bauen wir uns schnell einen Ofen mit der Kohle. Jetzt schmelzen wir nur kurz ein. Das ist eigentlich echt geil. So. Haben wir auch noch ein bisschen was? Oh. Und ich meine, das Coole ist auch mit der Mine, dass auch, ja, Holzmangel haben wir halt auch nicht. Das ist eigentlich ganz cool. Das stimmt. Ah, reicht mit der Kohle. Alter, ich habe mir letztens ein Interview, apropos Filme, mit Uwe Boll reingezogen, ne? Wir haben immer noch nicht angefangen, über Filme zu reden. Tatsache. Oh, ich bin schon wieder hangry. Warte. Uwe Boll, kennst du den? Nein, das sagt mir jetzt gerade nichts. Echt nicht? Okay. Gilt so als einer der schlechtesten Regisseure aller Zeiten. Oh, okay. Und, ja, sagen wir mal so, der hat halt so ein paar Filme gemacht, die, ich muss sagen, ich feiere ihn eigentlich ziemlich, aber die Filme sind halt echt billig teilweise, ne? Aber es ist halt irgendwie auch witzig, weil, keine Ahnung, der scheißt halt irgendwie auf alles, ne? Er macht einfach so, wo er Bock drauf hat. Keine Ahnung. Ja, mach. Ja, witziger Typ, ne? Er hat so ein Interview gegeben, musst du dir mal reinziehen auf YouTube, irgendwie so ein Interview. Es ist einfach so unglaublich geil, wie der halt so. Er hat dann irgendwie mit den Kritikern, also so Leute, die ihn halt immer kritisiert haben, von der Presse hat er eingeladen, ja gut, wenn er mich kritisieren wollt, dann tretet mich gegen mich im Ring an, hat die zum Boxkampf alle herausgefordert. Da sind da echt so ein paar hingegangen, ne, auch von den Reportern. Er hat die übelst vermöbelt. Das ist so ein Typ einfach. Kann man machen. Oh Mann, ey. Ja, gerade einen Creeper als Abbauhilfe benutzt. Alter, ist... Ganz ehrlich, ich finde hier nicht mehr raus. Ohne Spaß. Im Notfall buddelst du dich einfach nach oben. Das mache ich dann auch mal so. Ja, werde ich dann... Alter, ich gehe in den... Aua. Ey, sag mal, die ist aber auch so... Nicht sterben, bitte. Ich musste nur kurz gerade Hilfe rufen. Zu Hilfe, zu Hilfe! So helft mir doch! Was ist ein Schluff? Schluff ist, ist ein äolisches Sediment. Jetzt ohne Scheiß. Nein. Und zwar. Was? Ja! Und zwar. Natürlich weiß er das. Warum auch nicht? Kein normaler Mensch weiß, was Schluff ist, außer er. Es ist halt Sedimente, die durch Wind angeblasen werden und sich dann halt darüber sammeln. Das ist halt sehr mineralreich, also die besten Böden für Landwirtschaft. Sollen wir das dann vielleicht mitnehmen? Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht funktioniert, aber vielleicht ist das natürlich geil. Weil ich habe hier eine. Höhle. Hm. Naja, der eine Minenschacht geht halt durch ein Schluffgebiet. Nice. In eine Schlucht rein. Ist natürlich schön. Und das ist ein Minecart mit einer Kiste. Ich habe noch keinen Lapis, glaube ich, gefunden. Wow, fuck, vor allem Skelett habe ich gefunden. Lapis, Lazuli. Weg mit dir. Lapis ist wichtig. Ich hab Kreide. Kreide? Sätzen 6, Diktat. Nein. Also hier ist auf jeden Fall noch so eine Schlucht, glaube ich. Naja, da drin. Mal gucken. Hm. Was ist das hier eigentlich? Unter der Erde irgendeine Pflanze? Eine Wildblume. So, so. Donnerwetter. Ich habe jetzt Witcher 3 weitergezockt. Es ist unglaublich geil. Dieses Add-on. Hearts and Stone ist das eine und das andere Add-on, boah, wie hieß denn das nochmal? Blood and Wine, genau, und die sind so genial teilweise. Oh, fuck! Nein! Wolfi! Nein! Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Alles gut. Ah, ich komm zurück zu dir. Ach, du bist da oben irgendwo. Ich bin viel tiefer als du. Ja, Enderman, Entschuldigung, dass ich dich angeguckt habe, wollte ich nicht. Alter, guckst du mich an? Ich mach dich kaputt. Ist er weg? Kommen die dann wieder? Du zeigst denen keinen Respekt. Vielleicht ist er auch ins Wasser rein teleportiert. Das machen die auch manchmal ganz gern. Das ist immer witzig. Ja, aber das... Ah, ist nicht mehr aggro. Oh, Alter, habe ich ein Glück gehabt.
Agro-Enderman. Junge, Junge, Junge. Ja, der kann sich ja hierher teleportieren. Ist ja alles 3 Block hoch. Eigentlich muss man die Minenschächte, wo man schon war, super, muss man eigentlich konsequent verschließen direkt, ja, ja. Ja, also ich finde hier auch nicht mehr raus. Also ich glaube, wenn wir mal so weit sind, mhm, und wir dann irgendwo anders siedeln oder so, und ich suche mir dann irgendwas mit Blauschiefer. Mit den Steinen, voll cool. Farbe gefällt mir. Ist auf jeden Fall eine ganze Menge hier unten, ne? Ja. Alter, wo bin ich hier? Ich brülle die ganze Zeit nur Eisen weg, aber irgendwie... mehr findet man halt auch gerade irgendwie nicht, ne? Ist auch eine Sackgasse. Die Schlucht ist schon cool. Ist das die Lavaschlucht gerade, wo du bist, oder? Weiß nicht, da ist ein Wasserfall. Lavafall. Ich sehe dich gerade nicht. Hier bin ich. Ich drehe mich gerade um und ich sehe dich nicht. Also ich sehe dich. Laufe ich ungefähr richtig gerade? Ja. Ja, nee, weil du nach rechts müsstest du jetzt. Ja. Boah, wieso sehe ich deinen Scheiß? Jetzt laufe ich wieder weg, warte. Ich muss wieder zurück. Wir kriegen das schon hin. Ja, ja. Ich laufe auch, also von daher, also mich müsstest du sehen am Namen. Nee, hier nicht. Ich bin quasi fast oben über dir. Ja, ich sehe dich, jawoll. Oh, hier ist auch wieder ganz viel Blauschiefer. Warte mal, kann man da aus Steine draus machen? Gerade mal gucken. Keine Ahnung. Müsste aber eigentlich gehen, ne? Ach, hier bin ich wieder, jawoll. Okay, dann lass mal in den Canyon rein. Wo bist du? Da oben. Jetzt duckt er sich wieder. Duckt mich gar nicht. Muss da lang. Geh nach. Wo? Ich hab nur die Schienen abgebaut. Ich stehe hier gerade im Canyon drin. Im Canyon drin? Im Canyon drin, oh Mensch, ja, ne? Dann. Da versuche ich dich mal zu suchen, wa? Ah! Skelett? Ihr seid schon ganz schöne Wichser, ihr Skelette, ehrlich. Nö, ich will nicht kuscheln, Enderman. Geh weg. Ich hab gesagt, geh weg, lass mich in Ruhe. Der rückt mir auf die Pelle. Der rückt mir echt auf die Pelle. Mach ihn kaputt. Lebst du noch? Ja, alles gut. Oh, oh, oh. Oh, da ist noch ein Zombie, der mich gerade attackiert. Oh, oh, fuck, 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 fuck. Jetzt hab ich aber... Was macht du mein Kart? Ah, dieser, dem Baum. Oh, Melonenkerne. Nice. Echt? Melonen sind wichtig. Der Baum, der da oben bei uns steht. Ich habe 2 Setzlinge dafür gefunden. Ach, geil. Das ist cool. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, wie ich gerade zu dir hinkomme. Ich bin sowieso jetzt irgendwie gerade so ein bisschen lost hier. So, das habe ich zumindest... Ach, da hinten, ich sehe dich, ich sehe dich. Wolfi, gleich sind wir wieder vereint. Bist du? Ach da. Warte. Ach, der Running Gag wieder, wo bist du? Ich buddel mich durch, warte, ich hab dich. I Doch got weg. You, babe. Oh yeah. Warte, warte, warte. Ah, oh, wo packe ich das Ding denn hin? Guck. Hi. So, Canyon? Ja, in die Richtung, wo ich stehe. Hachi. Gesundheit. Mit Ankündigung. Alter. Ehrlich. Gesundheit. Da kommt was. Ein Skelett. Auf den Bogen, bitte. Alter, sieht das geil aus.
Dem Fall, Lavafall, ne? Das ist ja noch ein Canyon im Canyon. Ja, ja. Würde ich sagen, machen wir nächste Folge weiter, oder? Noch wieder vorbei? Ja. Oh, das geht immer so schnell. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Memphises. Ciao. Tschüssi. Und den Zombie noch wegmachen. Und natürlich Abo nicht vergessen und so, ne? Oh Gott.